Schlagersänger Michael Wendler steigt nach eigenen Angaben als Juror bei der RTL-Show Deutschland sucht den Superstar aus. Als Grund nannte der 48-Jährige das Vorgehen der Bundesregierung und Medien in der Corona-Pandemie. In seiner Instagram-Story verkündete er ein offenbar vorgelesenes Statement. Er werfe der Bundesregierung in der Corona-Krise grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor, erklärte er. Weiter beschuldigte er die Fernsehsender, darunter RTL, gleichgeschaltet und politisch gesteuert zu sein. Der Sender zeigte sich völlig überrascht und distanzierte sich ausdrücklich von dem Schlagersänger. Und auch die Supermarktkette Kaufland verkündete auf Twitter, sie werde die erst gestern veröffentlichte Werbekampagne mit Michael Wendler komplett zurückziehen. Die Grenze sei erreicht, wenn mit der Sicherheit und Gesundheit von Menschen gespielt werde, so die Supermarktkette.